Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Grow Projekt mit der Commander Keule, mit dem alias Hannes Hammerstiel wieder, ne? Natürlich am Start, am Schlüssel. Wir werden jetzt direkt anfangen zu dreschen. Wir gehen da so ein bisschen Risiko, muss ich dazu sagen, aber wenn ich wage, der nicht gewinnt, und von dem her werden wir mal gucken, ob wie wir und so weiter und so weiter und so fort, ne? Ich habe jetzt mit dem Hannes schon abgesprochen, das wisst ihr nicht. Ich habe mit Hannes schon abgesprochen, dass er jetzt den anderen Drescher erstmal holt. Und wenn der andere Drescher da ist, dann werden wir den Drescher tauschen. Aber ich will jetzt nicht extra warten, bis der andere Drescher da ist, weil das ist ja dann verlorene Zeit und das wollen wir nicht. Und deswegen mal gucken, wie es wird. Liebe Leute, ich wollte mal ganz herzlich Danke sagen für das Feedback in den ganzen Folgen. Dankeschön. Ich lese mir natürlich alle Kommentare durch. Danke, danke, danke. Aber das freut mich sehr, dass es gut bei euch ankommt. So, das heißt, wir werden jetzt erstmal Sojabohnen sind, Sojabohnen hier runterboxen. Ich hoffe, es geht von Lautstärke her. Ich höre zwar keine Mucke mehr, aber der alte Drescher ist halt so dermaßen laut, ne? Das kannst du nicht glauben, ey. Alles gut. Bin Kummer gewohnt. Wie weit geht denn das Feld hier oben? Wir haben uns tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, wie wir mit dem Baum, Investitionsbaum oder wie auch immer, voranschreiten. Das wissen wir noch nicht, das müssen wir noch besprechen. Aber wir haben da eine Tendenz, sage ich mal ganz vorsichtig, ne? Wir haben eine Tendenz. Europe, grüß dich, Mahlzeit, hallo. Uhr, das heißt, steht auf 0, ist doch gut. Guck mal, so langsam ist der Drescher gar nicht, ne? 10 km/h haben wir hier. Was haben wir Schneidwerksbreite? Was schätzt ihr? 5 Meter? 4 Meter? Das passt. Das läuft. Da will ich mich gar nicht beklagen, du. 6 Meter sogar. Oi, 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 oi. Vom Logischen her würde ich Felder und danach Produktionen gehen. Vom Logischen her, meinst du? Naja, die Frage ist halt, wir haben halt selber aktuell, zumindest weiß ich das nicht, aber ich bin der Meinung, wir haben keinen Drescher. Ne? Also auch für eine Produktion wird das eher schwierig werden mit einem Drescher, wenn wir keinen haben. Dem müssen wir uns da mal Gedanken machen, wie wir weiter vorgehen. Ob wir wirklich auf Geräte gehen sollen oder nicht. Ich weiß natürlich auch nicht, ob so eine Art Mission überhaupt notwendig ist, so eine reguläre Mission, oder ob die uns komplett egal ist. Aber ich glaube, die sind einfach komplett Wumpe. Glaube ich. Weil es dreht sich ja hier alles nur praktisch um die XP. Die XP-Anzeige habe ich ein bisschen größer gemacht, by the way. Das wurde sich nämlich vorher im Chat gewünscht. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Da kommt der Hannes mit dem, der hat das Schneidwerk vergessen. Der hat das Schneidwerk. Das Schneidwerk liegt unten. Ich sehe es doch. Ich glaube, der hat nicht mitgekriegt, dass er... Ah, jetzt hat er gesehen, dass es fehlt. Ja, warte mal, da fahre ich hier nochmal hoch und runter, bevor... Oder machen wir es einfach mit 2? Okay, Chat, ihr sagt nichts. Wir sagen nichts, wir machen es einfach mit 2 Dreschern. Effektives Arbeiten wurde uns beigebracht früher. Den eigenen Hof aufbauen, dass du deine Fahrzeuge auch dorthin stellen kannst. Ja, das wäre natürlich, ne? Das wäre geil. Er hat gesehen, dass da hinten das Schneidwerk liegt. Die sehen das? Nein. Also ich sag mal, wir haben ja bis jetzt wirklich sehr gut und sehr, muss man wirklich sagen, löblich gearbeitet. Wir haben ja nichts anbrennen lassen, ne? Wir haben alles nach Punkt und Komma
alles gemacht. Da kann man jetzt ruhig mal so ein bisschen, also, ne? Da ist ja nur gestanden, dresche das Feld. So, das machen wir ja. Und wenn wir halt ein bisschen übermütig und übereifrig sind, ja, was soll ich denn sagen? Wir müssen ja auch die alte Technik so ein bisschen auch wertschätzen, ne? Natürlich, neue Technik ist cool, ist geil, verstehe ich. Aber die alte Technik, die muss auch so ein bisschen gewertschätzt werden. Weil nur in der Halle rumstehen und verrosten lassen, das ist, finde ich, blöd. Das finde ich nicht gut. Da finde ich den Schritt, so wie wir es machen, einfach besser. Alte und auch die neue Technik verwenden, um einfach eine perfekte Bedingungen für die Ernte zu nutzen. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Nennen wir das Kind beim Namen, wir sind einfach effektiv. Aber er ist auch nicht wirklich schneller mit dem neuen Drescher, ne? Also ich bin hier nicht schlecht unterwegs, muss ich sagen. Ja, der Anton ist ein reicher Mann. Ich glaube, der weiß nicht mal, dass er zwei Drescher hat. Oder vielleicht denkt der Anton, wir dreschen immer noch mit dem anderen Drescher. Weißt du? Und der Kollege von letzter Woche hat mit dem Anton einfach nicht gesprochen. Das ist ein Kommunikationsproblem. Klassisch, passiert heutzutage immer wieder. Weil ich gehe einfach Risiko und mache noch eine zweite Bahn. So. Er fährt 14 oder muss ich Gas geben? Ja gut, 14 ist ja, ne? Ist ja nicht so dramatisch. Strohablage? Nein, das ist nicht gewünscht. Es steht nicht dabei mit Strohablage. Wenn es nicht dabei steht, dann mache ich auch nicht. Dann mache ich das nicht. Es muss explizit dabei stehen, sonst... Oder seht ihr auf der Seite da ganz drüben, dass da Strohablage steht? Nee. Vielleicht kann das aber auch nur der neue Drescher. Der alte kann das vielleicht gar nicht. I don't know. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich immer raus und reinspringen muss, damit ich die Kamera drehen muss. Weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie ist das komisch. Kannst du Daniel von Paul grüßen? Ja, gegrüßt. Warum liegt da Stroh rum? Ihr kennt die nachfolgende Frage, ne? Warum liegt hier Stroh? Was kommt danach? Ich habe eine Bindehautentzündung, ist so eine runde Chrom bei mir richtig entspannt. Ohne Bindehautentzündung. Gute Besserung dir. Gute Besserung, du. Das hört sich nicht gut an. Warum hast du eine Maske auf? That is it. Wenn wir jetzt mal ein bisschen abladen hier. Ja, so viel schneller ist der Hannes nicht, ne? Ne, der Server zuckelt ein bisschen. Nee, das ist nicht dein Internet, das ist der Server. Oh, der hat natürlich einen richtig großen Korntank, der Johnny, ne? Dann muss man, das ist natürlich ein Argument. Da bin ich mit meinem, keine Ahnung, 5000 Liter, nicht so optimal unterwegs. Aber das ist die Chance, dass Hannes überholen kann. Oh, nee, er kommt abladen. Nee, macht er nicht. Er dreht ganz elegant und fährt einfach weiter. Herrlich. Funkt's ja nicht. Ich weiß nicht, ob in diesem Drescher hier Funk drinnen ist.
Lass uns mal kurz inspizieren, ob wir hier irgendwo... Oh. Ob hier irgendwo ein Funk... Nee, da ist doch kein Funk hier drin. Aber ich werde ihn mal hier abstellen und werde ihn mal abtanken, den guten Hannes. Weil mit dem großen Gerät kann er wahrscheinlich schneller arbeiten als ich. Ich sehe schon, dass wir den Eimer da wieder runterbringen müssen auf den Hof, so. Der mobile Funk. Also, ich denke, der Fan wird... Ja, wir sind dort bei der Arbeit, haben wir einen Deal hier. Das war ein Telefongeräusch. Das war ein Telefongeräusch. Alter, habe ich mich gerade verjagt. Der wird so, wo kommt's her? Das war ein Telefongeräusch. Ach, hör auf. Ja, wer soll das denn wissen, ne? Der wird so, haben wir gerade ein Level-Up oder was ist gerade passiert? Mike, grüß dich. Das war ein Telefon. Ja, das musst du erstmal wissen, ne? Ach, der eben eine Hupe. Ich dachte, das wäre der Radio vom Fendt. Weil ich bin hier reingesprungen und dann ging das ja sofort los hier, ne? Jan Wellermann, grüß dich, ein wunderschön. Was hat er? Herzinfarkt, oder? Ist auch ein schicker, ne? Ist auch ein schönes Gerät, muss ich sagen. Dann rufe ich mal kurz den Kollegen an. Du, Bernd, dein Telefon klingelt gleich. Mein Telefon klingelt gleich? Ja. Okay. Ich darf jetzt 5 Minuten nicht retten. Kannst ja auf Lautsprecher machen. Ah, es klingt so. Hallo, Amter. Hallo, Herr Amter. Hallo, guten Tag. Sie haben auch einen Klingel. Ja, hallo. Sie waren gerade in dem Fortschritt-Mähdrescher unterwegs, habe ich gesehen. Genau, den haben wir gerade auf der Seite abgestellt. Ah ja, war schon Lagerschaden oder ging's noch? Ging, deswegen. Ich habe mal abgestellt, weil ich habe gedacht, mein Kollege ist jetzt angekommen, wir wollten keine Zeit verschwenden lassen. Das Wetter ist gerade gut und es sieht ein bisschen nach Regen aus. Wir waren nicht sicher, ob wir das schaffen, deswegen haben wir gleich angefangen. Achso, Herr Amter, das Problem ist, der Hofbesitzer hat mir gesagt, der Drescher war gar nicht dazu gedacht, um ihn zu benutzen. Nicht abgeschmiert, der hat noch gestanden in der Halle und der war gar nicht bereit. Und der hat jetzt sehr Angst um seinen Mähdrescher. Ui. Weil die wissen ja selber, ohne Fett läuft da gar nichts. Ja, schwierig. Es hat schon ein bisschen so danach geklungen, aber ich habe gedacht, das ist eine alte Technik. Ich habe einfach das Radio ein bisschen lauter gemacht. Ja, ja gut. Das ist ja dann noch vorsätzlich. Also vorsichtlich heißt ja mit Absicht. Das ist ja nicht, ne? Das ist ja nicht. Ja, es spricht ja nicht der Wahrheit. Wenn Sie sich schon bewusst waren, dass er kaputt geht und das Radio noch lauter machen? Ja, ich habe gedacht, das ist einfach alt, soll ich ja sagen. Aber wie gesagt, wir haben letzte Woche mit dem Neffen gesprochen, der hat gesagt, nimm den mit. Habe ich gemacht. Der Neffe hat eben uns noch angerufen und hat den Mähdrescher vermisst. Nee, ja, er hat selber gesagt, nimm die Technik, die da ist. Das haben wir gemacht. Genau so wie ich auch. Vielleicht meinte er die Traktoren und sie haben sich da nur falsch verstanden. Also er hat uns gesehen, wie wir vom Hof gefahren sind. Er hat uns auch irgendwie darauf hinweisen können, ne? Und der hat doch auch gedacht, nimm den Dretter. Herr Hannes hat gerade gesagt, nimm den Drescher. Ja, aber... Also aber ich verstehe, ist okay, ich verstehe das. Da darf ich ihn zurückbringen. Vielleicht wieder zurückfahren. Ja, ich würde das umgehend machen. Was? Ich bringe den Drescher gleich zum Hof zurück. Ja. Den Vortritt, dann kann er das überprüfen. Und dann vielleicht nochmal kurz ein bisschen abschmieren. Ja, können wir machen. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, Herr Hammerstiel, können Sie jetzt weiterfahren? Ich sage Ihnen das in meinem Hammerstiel, okay.
Ja. Okay, gut. Alles klar. Ich bringe den gleich zurück. Danke. Ja, sehr gerne. Danke, schönen Tag. So, wer war denn das, Hannes? Das war irgendwer von der Hohen Kammer. Oh, okay. Also du kannst weitermachen, ich muss aber den Drescher jetzt zurückbringen. Der war nicht abgeschmiert. Ja, das hat er mir auch erzählt. Ich habe dir nur gesagt, pass mal auf, der Kollege am Hof hat gesagt, du den Bernd, der soll das Ding mitnehmen. Dann muss den Bernd anrufen, was da tief gelaufen ist. Okay. Ja, ich bring den jetzt zurück, du kannst weitermachen. Ich bring den jetzt zurück, damit es keinen Stress gibt. Du machst weiter und okay. Dann komme ich gleich wieder, ne? Ja, super. Okay, bis gleich. Ich denke mal, bis dahin bin ich ja fertig, hoffentlich. Ja, ich rufe dich dann mal an, ne? Okay. War eine ganz knappe Kiste. Eieieiei, das hätte auch schief gehen können, ne? Hatten wir einen Schneidwerkswagen hier oben? Ja, hier muss anders sein, ne? Okay, dann bringen wir den zurück. Wir fahren ganz piano. Ganz piano, damit es da keine, ne? Mach auch die Rundleuchte an. Und die Warnblinkanlage auch. Ganz wichtig. Gut. Warte mal, was ist denn... Ach so. Das ist der vom... Ja, genau, so ist richtig. So, langsam. Bernd, langsam. Nicht, dass das kaputt wird hier. Das wollen wir natürlich nicht. Ganz piano. Ich sehe hier rechts das Licht, aber links nicht. Ist es kaputt? Ich habe den falschen Knopf gedrückt, ich Dussel. Alles gut. So, warte mal. Wie mache ich das jetzt da drauf? Ja. Genau, langsam, sonst haben wir hier noch ein technisches Gebrechen. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Lassen wir uns natürlich ein bisschen mehr Zeit, weil wir wollen ja nicht, dass das kaputt wird. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Aber ich bin mir sicher, andere würden sagen, ah, das passt schon. Der ist Kummer gewohnt. So? Ja. Ja? Machen wir jemanden einen Strick rummachen, bitte. Alter, Hannes ist fertig, bevor ich hier abgezogen bin. So, wir werden jetzt aber den Weg hier direkt vorne wegfahren. Sag mir bitte, dass der Anhänger... Ja, hier. Ich glaube, der hat attached. Ich hoffe, er hat attached. Ansonsten haben wir bald grande Probleme. Ich nehme jetzt nur ein bisschen Schwung, damit wir auch hier hochkommen. Sonst können wir uns gleich eine Kette organisieren zum Hochziehen hier. Warnblinker ist an, Rundumleuchte ist an. Wir wollen ja nicht überhastig sein, ne? Was, Werner hat rotes Halsband oder wer ist Jacqueline? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich habe keinen blassen Dunst. So, nicht so schnell. Warte, machen wir ein Tempomat-Chat. 15? 15 ist, glaube ich, okay, ne? Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Machen wir 15. Da ist hoffentlich, das passt. Nicht so schnell. Hast du dich schon zum Bienenstich verabredet? Nee, das muss ich auch noch machen. Habt ihr recht, der Bienenstich muss noch vernascht werden. Ah, da unten sehe ich schon den Kirowetz. Schaller runter mit dem Ding. Nee, wir wollen es nicht übertreiben, ne? Also die Sachen so ein bisschen ausloten ist ja gut, aber maßlos übertreiben, da müsst ihr zu Tino gehen. Nö, mir ist das egal, wie weit die anderen sind. Also schneller können wir nicht. Weißt du, was ich meine? Von dem her ist es auch nicht relevant, ob jetzt der oder der früher oder später fertig ist. Wir machen das, was wir machen können und gut ist.
War schon Stopp? Nee. Sind da 20 Minuten rum. So, den buxieren wir hier mal rein. Der Bienenstich wird vernascht. Was ist denn mit euch Schmutzfinken los, ey? So, ich würde den jetzt hier erstmal stehen lassen, dann würde ich dann mit dem Anton sprechen. Was wir mit dem machen. So. Abgestellt haben wir ihn. Ist noch gut gegangen, ne? Ja, ja. So, wie komme ich jetzt wieder hoch? Laufen? Das ist genau das, was ich nicht hören wollte. Was hat er denn hier gemacht? Kartoffeln, wo hat er denn die schon wieder her? Joggen. Na gut. Ab zum, ne? Da kommt Hannes. Ich bleib mal doch am Hof. Warte mal, wie machen wir das am dümmsten? Das ist eine gute Frage jetzt, ne? Ich wollte jetzt hochjoggen. Kann ich mit dem Hannes mitfahren nach oben, wenn er nach oben fährt? Das ist eine geile Idee. Hallo, Mukus. Beifahrer, ja, habe ich schon irgendwie so gedacht. Weiß ja nicht, warum wir es hier wieder rein müssen, aber ist egal. Da kommt doch schon der Hannes. Ja, Bernd. Hallo, Anton. Oh, du siehst ja richtig erholt aus. Oh, hör mir auf, du. Warst du im Urlaub? Oh. Mal fix einen Urlaub gemacht, oder wie? Ja, freilich. Ja, alter Bauer, muss ich es gut gehen lassen. Ja, bitte, warum nicht, ne? Leben lang gearbeitet, um mal ein bisschen Pause zu machen. Aber sowas, Wind. Ja, verstehe das. Ja. Und ihr, die zwei Wochen, habt ihr euch ein bisschen vertan? Ich hab gehört, mein Neffe war bei euch. Ja, das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Das kann ich dir sagen. Da kannst du stolz drauf sein. Hat er sich benommen? Er hat sich gut benommen. Er hat uns richtig die Sachen gut erklärt. Er ist ein bisschen einfacher gestrickt wie du, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber er ist ein richtig guter Mann. Ja, er ist ein paar Jahre jünger als ich. Ja, du so. Ja. Also aber ein paar Jahre. Nur ein bisschen, ne? Ah ja. Nee, schön. Freut mich. Ja. Das war jetzt, kann ich ja euch jetzt hier den Sojabohnen oder so? Ich denke, ich... Sojabohnen kann ich euch jetzt den Auftrag abschließen. Ja, ja? Die lädt der Hannes gerade ab da hinten, ja? Bin noch nicht ganz sicher, ob ich da hin muss, weil es sieht ein bisschen... Naja, ja, macht er schon. Der Hannes ist ein guter. Alles gut. Weiß ich doch. So, also, immer hier abschließen. Was haben wir denn noch am Zettel heute? Ich muss mal gucken hier. Ah ja, alles Bio oder was? Liefere die geernteten Bohnen zum Bio-Lädler. Ja, sind wir doch gerade, ne? Also machen wir doch gerade. Ja, sind wir gerade dabei. Ja. So, ich weiß gar nicht. So, dann kann man das eigentlich überall abschließen. So, jetzt müssten zwei für euch frei geworden sein. Ich gucke mal. Gucke mal. Make the Acker great again. Grobere das Feld. Mit Sojabohnen. Ja, das nehme ich mir mal an. Das klingt genau nach mir. Und dann gibt's, das wird jucken. Sehe das gerubberte Feld mit Gerste an. Ja, aber da sind wir doch dabei. Das machen wir doch ja. Direkt, ne? Das ist der. Na, bitte. Das ist doch, was ihr zu tun habt, ne? Ja. Nee, dann machen wir das so, ne? Ja, ne, ich will jetzt erstmal ein bisschen hier Kartoffeln rumfahren, wenn was ist. Wie gesagt, entweder Telefon oder ich glaube, CB-Funk muss ich auch noch mit haben. Ja. Hast du denn Grube irgendwo rumstehen? Ich hab ihn, aber ich glaube nicht, dass ihr den Dean kennt mit eurem Wald. Der ist ein bisschen größer. Achso, okay. Ich nehme einfach deine Direktsaatmaschine, ne? Ja. Schwierig, weißt du? Okay, schade. Schwierig. Ich weiß nicht, bei euch in der Talenttabelle dort. Ja. Habt ihr? Da gibt's doch hier den Grubber, diesen Drang. Diese Bodenbearbeitung. Ja, das stimmt.
Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon freischalten könnt. Können wir noch nicht. Also ich sehe es, aber mir fehlt der, ne? Ich brauche da einen Punkt für. Was fehlt denn euch da? Siehst du das? Ah ne, es stimmt ja, ihr habt da auch noch... Ja, das ist ja das Problem, ne? Wir arbeiten zwar wie die Tiere, aber wir bekommen, es kommt nichts bei rum, Anton. Was soll ich dir sagen? Man kommt nie voran, ne? Nee, es ist einfach, ich drehe mich hier am, also, weiß ich nicht. Na pass auf, dann mach da erstmal kurz das Beichen, ich klingel mal bei der Gemeinde durch und dann zucke ich mich gleich wieder bei euch. Ja, ist okay, ich guck mal, was der Hannes da macht, das sieht ein bisschen... Ja, geh mal gucken. Oh, jetzt kommt noch der andere vorbei, oh nee. Was ist das? So, sag mal, Hallöchen Hannes. Was denn? Sag mal, bin ich hier richtig mit meinem Soja? Witten oder mitten? Es ist halt die Frage. Der hat gesagt, zum Bioledle. Ja, bist du. Bin ich? Ja. Muss ich da dichter dran? Nee, du musst weiter vor. Alle weiter vor? Das ist ja interessant hier. Hallo. Hallo. Na, ist alles gut bei euch? Och, ach, da. Ja, ja. Vielleicht, weil ich draufstehe. Danke. Gerne. Sieht man ja fast hier nichts vorne, die Bäume und Wald und so. Das machst du aber gut, Wilma. Ja, das ist ja, ne, das mache ich ja seit Jahren, wenn ich dann sehe, wo ich hin muss. Ja, nee, mal kann ich dir WhatsApp picken. Ja, ja, das, ja, mach das mal mit dem WhatsApp. Ist gut. Bist du jetzt leer? Jetzt bin ich leer, jetzt mache ich auch Platz, es tut mir leid. Danke. So, jetzt muss ich nur wieder weg. Aber auch das ist gar kein Problem. Guck mal, hier hat der Ghost Rider. Wer fährt denn eigentlich hier mit dem Muppet drin? Was ist denn hier? Hol mal die Mistgabel. Ja, wir haben eben auch schon einen gesehen. Wartet mal. Dürft ihr mal gescheites Muppet? Schau, eine Kettensäge. Schnappt ihn euch. Komm her. Auf ihn. So, das ist der wieder. Den haben wir vorhin schon gesehen. Da steht ein G hinten drauf. Ja, noch nicht mal ein vernünftiges Kennzeichen. Mann! Verboten. So, ich habe ihn vom Hof verjagt. Oh, sehr gut. So, Sojabohnen sind weg. Natürlich. Gut, hat doch gar nicht lange gedauert, Hannes, ne? Nee, überhaupt nicht. Das war ein Klack. Ja, weiß ich. Also, das kriegen wir hin, ne? Eines Profis hier, wie das muss. So. Tut euch nicht weh, bitte. Warum hab ich eigentlich die Zeit dreht ja, und die kommen die mit dem Dart an? Wilma. Ja, bitte. Wilma. Sag mal, weißt du, ob der Ulrich auf dem Hof ist bei sich? Ja, da ist der. Der Uli ist da. Kannst du erreichen. Gar kein Problem. Sehr gut, ne? Den wollte ich nämlich noch Kartoffeln vorbeibringen. Ach so. Weißt du zufällig, ob der so einen Sixpack hat? Was? Ich weiß nicht, für Sixpack. Oh Gott. Also ich weiß, dass der kein Sixpack hat. Der hat eine Wampe vorne dran. Das weiß ich. Oh. Eine Plauze. Ja, ja, das war's dann schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Mach's gut. Tschüss. Was, Patrick, auch bei mir. Oh, die Ehrlich. Du, also ich komme eigentlich zwar aus Sachsen, ne? Aber so ein bisschen dem... bayerischen Dialekt habe ich auch drauf. Okay. Also ich glaube, in Bayern, das nennt man, glaube ich, eine Wampen, aber oder Ransen. Ja, du kannst, also, ich weiß, was du meinst, ne? Also, So. Die macht sich so kompliziert. Erfolgreich beendet. Ich wollte bei der Gemeinde anrufen. Ja. Okay, gleich los. Ich kläre den Hannes mal auf. Ja, klärt mal auf. Hannes, ich hab uns Aufträge rangeschafft. Was denn für Aufträge? Das sage ich dir gleich. Das sagst du mir gleich, okay. Das sage ich dir gleich. Okay. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.